Testosteronmangel führt bei Mann und aber auch bei der Frau tatsächlich zu einem Verlust an Sexualität oder auch an Lust an Sexualität. Testosteron wird oft in Verbindung gebracht als reines muskelaufbauendes Hormon, also in seiner anabolen Wirkung. Was beim Testosteron völlig unterschätzt wird, was nicht gesehen wird, ist seine psychotrope Wirkung, also sprich seine Wirkung aufs Gehirn. Ich bin müde, ein Verlust an Energie, aber auch so an Durchsetzungskraft, wie ich es beschrieben habe. Die Muskeln bauen sich nicht mehr richtig auf, das merken viele Männer sehr, sehr gut, weil ich trainiere und da passiert nichts mehr, da kommt nichts mehr an. Ich bin schnell genervt, das ist auch ein häufiges Symptom. Das wären dann so Testosteron-Mangel-Symptome, wo wir dann nachgucken würden und dann tatsächlich auch Testosteron gegebenenfalls geben würden. Hormonersatztherapie für die Frau. Das dürfte geradezu ein Langlebigkeitsbooster sein, nach neuestem Erkenntnisstand. Gilt das denn auch für den Mann? Sinken denn seine Sexualhormone mit der Menopause, hat er überhaupt eine? Auf null? Und macht es Sinn, diese Sexualhormone, sprich Testosteron, auch wieder aufzufüllen? Darüber darf ich sprechen mit einem erfahrenen Endokrinologen, also Hormonspezialisten, vom Hormonzentrum an der Oper in München, Herrn Dr. Jörg Puchter. Danke, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Also, Testosteronmangel mit fortschreitendem Alter beim Mann. Wird gar nicht so oft thematisiert. Unterschätzen wir das? Das wird komplett unterschätzt. Es ist unterdiagnostiziert im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich gehen die Meinungen wie immer in der Medizin auseinander. Es gibt Befürworter, es gibt Leute, die es eher skeptisch sehen. Aber Fakt ist, wenn man sich alleine die biologischen Tatsachen ansieht, dass Männer ab dem 30. Lebensjahr einem kontinuierlichen, langsamen Testosteronschwund unterliegen. Die Angaben sind unterschiedlich, aber man spricht so ungefähr von etwa 1% pro Lebensjahr. Dann kann man sich natürlich irgendwie ausrechnen, 30, 40, 50, nach 20 Jahren hat man 20% verloren und so weiter. Da passiert schon etwas. Der Unterschied zu den Frauen ist der, und das ist vielleicht auch der Grund, warum das bei Männern weniger thematisiert ist, der Unterschied ist der, dass bei Männern es sich um einen wirklich kontinuierlichen, langsamen, schleichenden Abfall oder auch Verfall handelt. Und schleichende Dinge im Organismus sind immer so, dass der Organismus natürlich kompensiert, sich daran gewöhnt und man sie weniger stark wahrnimmt. Der Vorteil bei Frauen, wenn man von Vorteil sprechen darf bezüglich der Menopause, besteht darin, dass der Hormonabfall eben sehr, sehr stark, sehr dramatisch stattfindet und dadurch auch sehr starke Akutsymptome hervorruft, was beim Mann weniger der Fall ist. Das heißt, beim Mann schleichen sich die Symptome mehr ein, aber sie sind nichtsdestotrotz genauso vorhanden. Also sprich, Wechseljahre wie bei den Frauen, die halt unter diesem schnellen Abfall der Geschlechtshormone zum Teil ja sehr leiden. Diese Wechseljahre, diese Menopause gibt es beim Mann in der Form nicht. Aber welche Symptome treten denn schleichend bei ihm auf? Das Interessante bei Testosteronmangel ist, dass oft die falschen Symptome damit in Verbindung gebracht werden. Also ich ziehe es mal andersrum auf. Testosteron wird oft in Verbindung gebracht, sozusagen erstmal als Muckihormon, als reines muskelaufbauendes Hormon, also in seiner anabolen Wirkung. Was beim Testosteron völlig unterschätzt wird, was nicht gesehen wird, ist seine psychotrope Wirkung, also sprich seine Wirkung aufs Gehirn. Wir haben bei Männern mit viel Testosteron zum Beispiel nicht solche Eigenschaften wie, dass diese Männer jetzt übermäßig aggressiv werden etc., sondern wir finden solche Eigenschaften eher bei Männern mit Testosteronmangel. Also der Testosteronmangel führt dazu, dass wir Männer, ja, wir verlieren so die Durchsetzungskraft. Wir sind weniger entschlossen. Wir sind häufiger verzagt. Ich finde, verzagt ist ein ganz gutes Wort. Ich höre das oft von Männern mit Testosteronmangel, dass sie einfach sich so auf der Stelle bewegen und auf der Stelle treten und nicht mehr diese Entscheidungskraft, diese Power haben, die sie früher hatten. Und das ist eine typische Eigenschaft von Testosteron. Und es gibt ja diese schöne Geschichte von einem Kollegen von mir aus Münster, einem Andrologen, der das mit dem Trompetenspieler erwähnt hat. In der NZZ war das vor kurzem ein schöner Artikel, wo ein Orchesterspieler zum Arzt kommt und sagt, mein Nachbar will mir meine Trompete nicht wiedergeben. Und dann sagt der Arzt, naja, vermutlich haben Sie einen Testosteronmangel. Das ist genau damit gemeint. Also sprich, dieser Mangel an Testosteron führt zu einem massiven Mangel an Durchsetzungsfähigkeit. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote aus dem Sport, die ich interessant finde. Im Sport wird ja
gerne und viel gedopt. Und die Tour de France ist da natürlich eine besonders, empfindliche Disziplin führend, weil man bei dieser langen, langen Tour wirklich wahnsinniges Durchhaltevermögen aufbringen muss. Und es gibt viele Beispiele bei der Tour de France, wo bestimmte Fahrer zum Beispiel vor der Alpenetappe eigentlich völlig platt waren. Also sie waren im Grunde ausgepowert und haben dann die Alpenetappe extrem gut gemacht oder zum Teil sogar gewonnen. Einige wurden überführt des Dopings und dann werde ich immer gefragt, wie kann das sein, dass das dann so kurz wirkt? Und dann sage ich immer, das kann gar nicht sein, weil das Testosteron kann in der kurzen Zeit natürlich überhaupt keinen muskelaufbauenden Effekt bewirken. Der Effekt ist rein psychoanaleptisch. Das heißt, wenn ich hohe Testosteronspiegel mir zufüge in kurzer Zeit, dann habe ich einen wahnsinnigen mentalen Effekt. Das heißt, mein Durchhaltevermögen, meine Durchsetzungskraft steigt immens. Wir haben eben gesagt, dass Testosteron einen Mann nicht aggressiv macht. Wir haben ja immer so, gerade wir Frauen, ja, dieses Bild, hey, das ist so ein Testosteron-Junkie, das ist so ein richtig Protz, so ein Muskelprotz und dann auch noch so ein Sexualprotz und aggressiv natürlich noch dazu. Sie haben gerade gesagt, das ist nicht der Fall. Ein hoher Testosteronspiegel macht nicht aggressiv. Zugleich sagen Sie aber, ein niedriger macht wenig durchsetzungsfähig, zaghaft und so. Was macht denn jetzt viel Testosteron? Also macht doch durchsetzungsstark und dann sind wir ganz nah bei der Aggression, oder? Also, was ich sagen wollte ist, hohe Testosteronspiegel bedeuten nicht zwangsläufig ein massiv aggressives Verhalten. Sie bedeuten natürlich ein wesentlich durchsetzungsstärkeres Verhalten, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Mensch jetzt aggressiver ist. Hingegen ein niedriger Testosteronspiegel mit diesen typischen überfordert sein, verzagt sein, genervt sein, führt dann oft zu einer latenten Aggressivität. Und das ist übrigens ganz interessant, dass oft Frauen, die ihre Männer zu uns schicken, dann genau über diese Eigenschaften klagen und uns dann sagen, könnt ihr meinen Mann nicht mehr untersuchen? Der ist jetzt so und so und so und dazu gehören eben genau diese Eigenschaften. Und das ist korreliert eben oft mit zu wenig Testosteron. Und es gibt auch interessante Studien zum Thema hochdosiertes Testosteron, wo man herausgefunden hat, auch bei Frauen übrigens, dass die höheren Testosteronspiegel gar nicht bedeuten, dass diese Menschen dann unbedingt aggressiver auftreten. Ich habe gelernt, ein sehr niedriger Testosteronspiegel macht erstmal zaghaft und unsicher eventuell. Und daraus kann, weil der Mann dem Rollenbild nicht mehr entspricht, eine Frustrationsaggression entstehen, die dann so ein merkwürdiges Twitterwesen produziert, das einerseits zaghaft, auf der anderen Seite aggressiv ist. Völlig spannend. Vielleicht können Sie uns kurz und in der Übersicht mal aufführen, welche physiologischen Stoffwechselprozesse steuert Testosteron beim Mann und welche bei der Frau? Die Stoffwechseleffekte von Testosteron sind bei beiden Geschlechtern relativ vergleichbar. Die Unterschiede liegen einfach in der Dosis, in der Menge, quantitativ. Wir haben bei beiden Geschlechtern erstmal die anabole Wirkung, das ist im weitesten Sinne die muskelaufbauende Wirkung, die aufbauende Wirkung in Bezug auf das Knochensystem natürlich, aber auch auf das Blutsystem, also sprich die Blutbildung unterliegt dem Testosteron. Wir haben bei beiden Geschlechtern die Effekte aufs Gehirn, auf die Stimmung, die Einschätzung der Umwelt, da gibt es auch interessante Arbeiten zu, auch das Denken beispielsweise, wie man die Umwelt sieht, ist Testosteron gesteuert. Dann haben wir natürlich die Effekte, die großen bekannten Effekte auf die Sexualität, auf die Libido, auch bei beiden Geschlechtern, also Testosteronmangel führt bei Mann und aber auch bei der Frau tatsächlich zu einem Abfall der Libido und zu einem Verlust an Sexualität oder auch an Lust an Sexualität. Und natürlich die Effekte auf die, speziell jetzt beim Mann, auf die Fortpflanzung selber. Weil Testosteron ist natürlich ein wichtiges Hormon in der Spermatogenese. Ohne Testosteron können die Spermien sich nicht letztendlich ausbilden und ausformen. Und das sind alles wichtige Dinge. Fettgewebe beim Mann, Knochendichte, Haarwuchs. Auch Testosteron gesteuert?
Jein, auch Testosteron gesteuert, also speziell Fettgewebe ist ein großes Thema, weil das berühmte Hormon Leptin aus dem Fettgewebe hat natürlich einen indirekten Einfluss auf den Testosteronspiegel. Männer mit wenig Testosteron beispielsweise, bei denen steigt der Leptinspiegel und dadurch haben sie einfach quasi häufiger Hunger, essen mehr und das Ganze führt dann zu vermehrtem Übergewicht, während Männer mit hohen Testosteronspiegeln das eben nicht haben. Also sprich, der Testosteron hat Einfluss auf Leptin und Leptin wiederum ist eines der ganz wichtigen Hormone, das die Sättigung und die Nahrungsaufnahme steuert. Und das ist geradezu zentral in der Steuerung dieser Funktionen. Und deshalb spielt Testosteron da tatsächlich auch mit rein. Aber es gibt noch andere Effekte durchs Fettgewebe. Sie haben zum Beispiel durchs Fettgewebe dann auch vermehrte Östrogenproduktion, was wiederum das Testosteron stört beim Mann. Also übergewichtige Männer haben deutlich höhere Östrogenspiegel mit Effekten auf den Testosteronspiegel. Knochendichte und Haarwachstum? Ganz wichtig. Knochendichte ist entscheidend, ist eine direkte Funktion auch des Testosteronspiegels und deshalb ist es auch so wichtig, zu niedrige Spiegel zu substituieren. Das Haarwachstum, da gibt es natürlich immer den großen Mythos, Testosteron führt zu Haarausfall, was kompletter Unfug ist. Testosteronmangel führt am Ende natürlich zu Haarausfall und nicht Testosteron selber. Also wir brauchen Testosteron fürs Haarwachstum und dann gibt es natürlich immer diese Vorstellungen von Testosteron, wenn man zu viel gibt, beispielsweise, dass es dann zu Akne kommt etc. Was wir ehrlich gesagt nur sehr selten sehen, wenn wir normal Testosteron substituieren, haben wir weder Akne noch irgendwelche anderen Begleiteffekte und Nebenwirkungen. Ich hatte bisher immer im Hinterkopf und hatte das auch meines Erachtens studienbasiert im Hinterkopf, dass ein hoher Testosteronspiegel zu einem vorzeitigen oder relativ frühen Haarausfall, also Glatze, führt. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Also, wie es genau ist, ist letztendlich nicht bewiesen. Wir wissen lediglich, dass die alten Vorstellungen von Glatze ist gleich hoher Testosteronspiegel, also Testosteron wirkt sozusagen toxisch auf die Haarwurzeln, auf die Haare. Das ist nicht haltbar, diese Ansicht. Es ist unglaublich schwer, diese Zusammenhänge wissenschaftlich sozusagen wirklich auszuwerten, zumal Testosteronspiegel natürlich auch nicht so einfach zu messen sind. Das heißt, sie unterliegen starken Schwankungen. Es gibt keine vernünftigen Studien, die das jemals sauber analysiert hätten. Es fängt damit an, dass sie erstens bräuchten sie RCT-Trials, also wirklich super anspruchsvolle Studiendesigns. Und sie müssten dann auch bei diesen Männern natürlich ganz klar definiert zu bestimmten Zeiten den Testosteronspiegel messen. Sie müssten das mit derselben Methode machen. Es sind viele methodische Dinge, die da unglaublich schwierig sind. Und deshalb gibt es tatsächlich keine wirklichen Arbeiten, die zulassen würden, dass man es jetzt in der einen oder anderen Richtung so sagen könnte. Aber definitiv wichtig ist zu sagen, die Gabe von Testosteron führt nicht zu vermehrtem Haarausfall. Von einigen Fällen abgesehen, wo Männer zum Beispiel eine vermehrte Produktion von Dihydrotestosteron haben, das ist ein weiteres Produkt von Testosteron, was im Körper entsteht, da gibt es einige Konstellationen, wo dieses Enzym, was dieses Dihydrotestosteron eben fördert oder aufbaut, besonders stark agiert. Das sind Sonderfälle. Das ist aber keine direkte Wirkung des Testosterons. Ja, okay, gut. Ja, also man kann das nicht 1:1 zuordnen. Kann man denn überhaupt 1:1 sagen, Sie sehen einen Mann zur Tür reinkommen und sagen, das ist ein testosteronbetonter Typ? Oder Sie kommen sehen eine Frau, die zur Tür reinkommt und Sie sagen, das ist ein testosteronbetonter Frauentyp. Können Sie das sagen? Welche Merkmale äußerlich weisen denn darauf hin? Ich glaube schon, natürlich liegt man manchmal auch daneben, das ist immer so in der Medizin, aber doch überwiegend ja. Das sind einfach Typen, bei denen sehen Sie einfach, die sind muskulär unglaublich durchgeformt. Das heißt, die haben wirklich eine Wahnsinns-Body-Composition. Die Muskeln sind extrem ausgeprägt, auch die einzelnen Muskelpartien. Und das korreliert meistens mit guten Testosteronspiegeln. Auch? Bei Frauen? Auch? Bei Frauen ganz genauso. Also wir können bei Frauen die Korrelation zwischen Testosteron und Muskelaufbau besteht genauso wie beim Mann. Mal vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, ich glaube, ich war 15 zu meinem Gynäkologen gekommen
Und der hat mir gesagt, ja, also Sie sind ein absolut testosteronbetonter Typ. Dabei habe ich gar nicht so viele Muckis. Da hat er gesagt, ja, aber Sie sind so groß, Sie sind so schlank, Sie haben so viel Pickel. Okay. Und eindeutig, es kann aber auch sein, dass Sie sehr viele Rezeptoren für Testosteron auf Ihren Zellen haben und dass Sie deswegen so aussehen. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Die Rezeptoren spielen natürlich eine Rolle. Klar, die können wir leider nicht messen. Das ist ein Aspekt, aber der Aspekt der Pickel beispielsweise, da möchte ich nur ganz kurz erwähnen, da gibt es natürlich noch andere Hormone, die wesentlich relevanter sind. Also Pickel zum Beispiel gerade in der Pubertät werden überwiegend durch hohe DHEA-Spiegel verursacht, also ein anderes männliches Hormon. Und das sind dann mehr die Bösewichte, weniger das Testosteron tatsächlich. Okay, also östrogenbetonte Frauen sind eher so die Eieruhr. Und also nur damit wir das jetzt mal klarstellen. Und die testosteronbetonten Männer und Frauen sind so die muskulären, die nicht so eieruhrmäßig aussehen, Frauen betreffend. Ja, das ist etwas holzschnittartig natürlich, aber grundsätzlich kann man es jetzt für diesen Zweck so stehen lassen. Wobei auch Frauen, die sehr östrogenbetont sind, das muss man immer dazu sich vorstellen oder sagen, haben natürlich auch, das Östrogen kommt ja irgendwo her, die Östrogene werden ja aus Testosteron sozusagen synthetisiert im Körper der Frau. Das heißt, auch diese Frauen haben Testosteronspiegel, aber es gibt sie, die mit den niedrigeren und den höheren Testosteronspiegeln tatsächlich. Also wir sind ja hier zusammen, um über Hormonersatztherapie für den Mann zu sprechen. Vielleicht auch mit dem Ziel, und das ist ja mein wichtigstes Thema, gesunde Langlebigkeit zu erreichen. Was wissen wir über die Rolle von Testosteron und gesunder Langlebigkeit, also Vorbeugen von Alterskrankheiten? Über die Rolle von Testosteron in Bezug auf Longevity, also wissen wir relativ wenig. Wir haben verschiedenste Arbeiten, zum Beispiel gibt es aktuell wieder neue Arbeiten, New England Journal of Medicine erschienen, Arbeiten zur Testosteronsubstitution in Bezug auf das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Da hat man früher die Befürchtung gehabt, dass die Gabe von Testosteron bei Männern zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse fördert, dass Männer mit Arteriosklerose beispielsweise, die Testosteron nehmen, eine höhere Mortalität haben. Diese Dinge sind mittlerweile komplett widerlegt. Also wir wissen, dass Männer, auch wenn sie quasi Risikopatienten sind und Testosteron nehmen, keine erhöhte Mortalität haben. Bezüglich des Einflusses von Testosteron grundsätzlich auf die Langlebigkeit, also bei allen Männern, auch bei gesunden Männern, wissen wir sehr, sehr wenig, weil wir einfach noch nicht genau genug geguckt haben und weil die Studien dazu bisher nicht wirklich gemacht worden sind. Wir können nur quasi indirekt folgern. Also wenn ich hergehe und sage, Männer, die sehr niedrige Testosteronspiegel haben, haben meistens auch eine massive Osteopenie, Sarkopenie und Osteopenie, beides. Aber die Sarkopenie ist jetzt speziell natürlich in Bezug auf Testosteron noch wichtiger, weil die Sarkopenie eben dann auch zu vermehrten Ereignissen im Sinne von Fallen, von Stürzen etc. führt und dann eben Einfluss hat auf die Mortalität oder auf die Morbidität. Also sprich, das kann man indirekt ableiten. Also solche Männer haben sicherlich viel häufiger solche Ereignisse und haben dadurch auch die geringere Longevity. Aber ob Testosteron per se als sozusagen als reines Longevity-Medikament funktioniert, das wissen wir nicht. Da wissen wir bei den Frauen bezüglich der Östrogene beispielsweise wesentlich mehr. Vermutlich ist es bei den Männern auch so, weil Testosteron und Östrogene sind natürlich existieren in einer gewissen Analogie zueinander bei beiden Geschlechtern. Und vermutlich hat Testosteron auch diese Effekte auf die Stammzellen, wie wir es vom Östrogen bei den Frauen kennen. Aber wir haben diese Menge an Studien einfach noch nicht. Sehr schade. Also Schutz der Stammzellen, das war ja eben auch meine nächste Frage gewesen, was wir wissen vom Östrogen und der Hormonersatztherapie bei der Frau. Das können wir beim Testosteron noch nicht nachweisen. Das Thema Fettansatz, was ja ein enorm lebensverkürzender Effekt ist, wenn wir diesen dicken Bauch sowohl bei Männern wie bei Frauen haben, weil eben damit auch Diabetesgefahr, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenzgefahr etc. verbunden ist. Gibt es da diesen Zusammenhang klar herzustellen zwischen Testosteronmangel und Fett
Gewebe, das sich, wie hat es vorhin schon mal angesprochen, das sich vermehrt bildet? Also entsprechende hochkarätige Studien dazu gibt es meines Wissens nicht. Das sind indirekte Folgerungen, die man ziehen kann, die natürlich logisch sind. Wir haben bei Muskelschwund, also bei Sarkopenie, das Phänomen, dass der Körper massiv den Schwund durch Fettgewebe ersetzt. Das ist bekannt. Und damit besteht natürlich, ist der Beginn sozusagen eines Teufelskreises gegeben. Immer mehr Fett, immer weniger Muskel. Und damit steigen natürlich die ganzen Stoffwechselrisiken, Diabetes, kardiovaskuläres Risiko, metabolisches Syndrom etc. Und das korreliert natürlich mit Testosteron. Also wenn ich gute Testosteronspiegel habe, habe ich natürlich viel weniger von dieser Pathologie. Und somit gibt es schon einen logischen, einen vermuteten Zusammenhang, aber wir haben keine hochkarätigen Studien, die das belegen würden. Also alles zusammengefasst. Sie sind Verfechter einer Hormonersatztherapie des Testosteron beim Mann, um eben die negativen Begleiterscheinungen eines Hormonmangels zu bekämpfen. Nur da Männer keine Menopause haben, da also pro Jahr 1% des Testosterons zurückgeht, also runtergeht im Spiegel, im Level, im Körper. Wann sollte man denn damit beginnen und wie sollte das ein Mann machen? Das ist ja dann offensichtlich ziemlich anders als bei der Frau. Es ist leider ziemlich anders, es ist auch wesentlich komplizierter als bei der Frau. Tatsächlich, weil da kommen noch mehrere Faktoren auch hinzu. Neben der Schwierigkeit der Messung, wie gesagt, man muss bei Männern wirklich sehr akribisch messen. Man muss zu bestimmten Uhrzeiten messen, also 8 Uhr in der Früh ist eine gute Uhrzeit. Man sollte auch die Spiegel entsprechend nüchtern messen. Und dann kommt noch ein weiteres Phänomen hinzu, was uns immer Schwierigkeiten macht in der Entscheidung, in der diagnostischen Entscheidung. Was hatte dieser Mann vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren für Spiegel? Und da wir natürlich da auch sehr unterschiedlich sind, es gibt nämlich Männer mit hohen Testosteronspiegeln und welche mit mittleren und niedrigeren etc. Und dann kommen noch die Rezeptoren dazu. Also es wird alles relativ kompliziert. Und da geht es dann tatsächlich um die Frage, wie bewerte ich einen jetzt gemessenen niedrigen Spiegel? Und das kann ich natürlich nur, indem ich es in Korrelation setze mit Beschwerden, mit dem klinischen Erscheinungsbild. Und manchmal ist es sogar so, dass selbst das uns nicht ausreicht, dass wir manchmal, um zu entscheiden, hat der Mann wirklich einen Testosteronmangel, geben wir dann manchmal einfach eine Testdosis Testosteron. Also wir machen sozusagen einen Monatstest und setzen diese Spiegel einfach mal richtig hoch, so wie sie vielleicht mit 20, 25 waren. Und das Interessante bei diesen Tests ist, dass fast alle Männer dann sagen können, was sich verändert hat, ob sich was verändert hat und inwieweit es dann korreliert mit ihren Beschwerden und inwieweit diese Beschwerden dann auch weggehen. Also manchmal muss man einfach pragmatisch vorgehen und es einfach austesten. Zwei Fragen dazu. Nochmal bitte aufgezählt, welche Beschwerden sind das denn? Und zweitens, können Sie uns Zahlen nennen? Also wie viel Nanomol pro Liter Testosteron hat ein junger Mann in vollem Saft? Und wie viel hat einer, der schon in den Mangel reinrutscht? Klar, also jetzt alles relativ, weil es eben Männer gibt, die sowieso einen hohen Spiegel haben, mittleren oder niedrigen. Aber dennoch, gibt es da Orientierungswerte? Ja, die Orientierungswerte gibt es, aber die sind auch relativ schwammig. Also man spricht da immer so von 7 bis 12 Nanogramm. Ich sehe auch natürlich relativ viele junge Männer und da gibt es auch welche, die relativ niedrige Spiegel haben. Das ist die Krux beim Mann, dass wir im Gegensatz zur Frau, wo wir sozusagen Östrogene wirklich aus einem fixen Level messen, es beim Mann nicht so gut tun können. Wie ich es gesagt habe, man muss einfach mit diesen Beschwerden zusammen und mit diesen Werten zusammen dann eine Entscheidung treffen. Und Beschwerden sind eben, genau, Beschwerden sind diese typischen Beschwerden. Ich bin müde. Ich kriege einfach nicht mehr, ich habe einen Verlust an Energie, aber auch so an Durchsetzungskraft, wie ich es beschrieben habe. Die Muskeln bauen sich nicht mehr richtig auf. Das merken viele Männer sehr, sehr gut, dass sie sagen, das ist einfach, ich trainiere und da passiert nichts mehr, da kommt nichts mehr an. Und ich bin schnell genervt. Das ist auch ein häufiges Symptom, was wir immer wieder hören. Und das wären dann so klassische Testosteronmangel-Symptome, wo wir dann nachgucken würden. Und dann tatsächlich auch eine
Testosteron gegebenenfalls geben würden. Ich finde es sehr interessant, dass Sie eventuell eben auch erstmal eine Testphase machen und relativ viel Testosteron geben und dann nachfragen, wie geht's dir denn dabei? Bist du jetzt antriebsstärker? Kannst du Muskeln vielleicht jetzt in kürzerer Zeit aufbauen oder überhaupt aufbauen etc.? Wie sieht denn so eine klassische Hormonersatztherapie beim Mann überhaupt aus? Sind das Tabletten? Geben Sie ein Gel? Wie ist Östrogen bei der Frau? Tabletten auf gar keinen Fall. Das ist genauso verboten wie bei der Frau. Letztendlich läuft die Therapie meistens über Gels, also sprich transdermal über die Haut, ist es ähnlich wie bei den Frauen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von Injektionen, was vor allem in der Bodybuilding-Szene jetzt natürlich schon immer beliebt war und auch weiterhin beliebt ist. Das sind wesentlich höhere Testosteronkonzentrationen, die man damit erzielt. Es gibt ein Präparat, was sogar sehr, sehr lange wirkt. Das wirkt über 3 Monate, das ist eine Spritze auch. Das sind Anwendungen, da muss man entscheiden. Es gibt verschiedene Aspekte, warum man das eine oder das andere macht. Wir persönlich bevorzugen meistens die Gelgabe für den Mann, weil sie einfach bioidentisches Testosteron über die Haut appliziert, genauso wie die Hormonersatztherapie bei der Frau. Aber wie gesagt, immer alles, nachdem man wirklich geklärt hat, ob der Mann wirklich profitiert. Und die Testosteron-Testgabe ist wirklich ein guter Test. Und ein Symptom, was natürlich häufig auch noch eine Rolle spielt, ist die Sexualität. Nachlassende Sexualität kann eben auch ein Testosteronmangelsymptom sein. Nachlassende morgendliche Erektionen beispielsweise. Und wenn Sie solchen Männern dann Testosteron einmal geben als kurzen Booster, dann werden die Ihnen alle sagen, okay, da ist was passiert. Das ist nicht mehr dasselbe. Auch die Sexualität ändert sich durch Testosteron. Und deshalb macht dieses Testen durchaus Sinn. Absolut. Jetzt haben wir natürlich dasselbe Thema wie bei der Hormonersatztherapie der Frau, nämlich die Nebenwirkungen, die vermuteten. Da ist zum einen das Thema Thrombose, was immer wieder erwähnt wird, und das andere Thema ist Prostatakrebs. Ihr Kommentar dazu? Das ist genau dieselbe Diskussion wie bei den Frauen mit dem Mammakarzinom natürlich, weil wir haben es bei beiden Karzinomen mit Karzinomen zu tun, die eben Rezeptoren exprimieren, also die auf ihrer Oberfläche Rezeptoren haben, die diese Geschlechtshormone nutzen können. Östrogene, eben die Östrogenrezeptoren, und bei Männern beim Prostatakarzinom die Testosteronrezeptoren. Das heißt, wenn ein Tumor bereits entstanden ist, dann, und ich gebe Testosteron, dann hat er natürlich die Möglichkeit, sich von dem Testosteron sozusagen zu ernähren und zu wachsen. Aber er würde grundsätzlich natürlich auch wachsen mit dem Testosteron, was der Mann ohnehin produziert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt durch die Gabe von Testosteron diesen Tumor auslöse oder dass ich das Wachstum irgendwie dramatisch beschleunige. Letztendlich muss man sagen, Testosteron löst, genauso wie bei der Frau, die Östrogene, Testosteron löst kein Prostatakarzinom aus. Das ist ein völlig absurder Zusammenhang. Testosteron. Es gibt sogar Arbeiten, die nachgewiesen haben oder versucht haben nachzuweisen, dass der Testosteronmangel für die Entstehung eines Prostatakarzinoms sogar bedenklicher ist als ein hoher Testosteronspiegel. Aber das ist alles nicht abschließend geklärt. Letztendlich ist Testosteron ein natürliches Hormon, das der Mann eben einfach hat, ob mit oder ohne Prostatakarzinom. Wir geben es einfach nur nicht, wenn ein Prostatakarzinom diagnostiziert wurde. Und natürlich machen wir auch entsprechende Tests und wir überprüfen bestimmte Tumormarker, das PSA, vor der Testosterongabe und dann auch nach der Testosterongabe, um zu sehen, was da passiert. Ich habe es gerade in einer Studie gelesen, dass über 80-Jährige zum Beispiel, 80% von denen haben schlafende Tumorzellen in der Prostata. Und Testosteron könnte diese schlafenden Tumorzellen sozusagen aufwecken. Das ist eine Behauptung, für die es aber keinerlei Belege gibt. Also dann wissen Sie, wenn Sie so argumentieren, dann müssten Sie diesen Männern mit 80% Tumorzellen, müssen Sie komplett kastrieren, weil ihr endogenes Testosteron, was sie ja weiterhin produzieren, würde diese Tumorzellen ja auch genauso sozusagen zum Ausbruch bringen. Das macht keinen Sinn. Also diese Männer produzieren ja noch teilweise erhebliche Testosteronspiegel. Das ist eben etwas, was man auch nochmal betonen sollte, ne? Also bis ins ganz hohe Alter hinein
produzieren Männer Testosteron, nur eben deutlich weniger. Was noch in der Studie stand, man sollte, wenn man eine Testosteronhormonersatztherapie beim Mann macht, nach 3 Monaten den PSA-Wert, also den Marker für Prostatakrebs, unbedingt messen. Ist das richtig? Richtig. Machen wir routinemäßig, manchmal auch schon noch früher, aber im Grunde bei jeder Untersuchung, bei jeder Folgeuntersuchung. Wir wollen einfach den PSA-Spiegel oder wir wollen diese Werte auch über den Verlauf sehen. Wir wollen, weil das ist ganz, ganz wichtig, jeder Mann hat auch da unterschiedliche Werte und man muss immer sozusagen die interne Kurve sich anschauen, wie die sich verhält. Und da braucht man, je mehr Werte man hat, umso besser. Dann heißt es, dass man Mann mit Doppel-N das Testosteron auch ankurbeln könnte durch Lebensstilfaktoren. Also eben eine bestimmte Ernährung, bestimmten Sport etc. Wäre das ein Ersatz für die Ersatztherapie? Das bezweifle ich. Viele dieser Empfehlungen sind natürlich entstehen aus einem gewissen Wunschdenken auch heraus. Und manches ist sogar meines Erachtens reines Wishful Thinking. Natürlich gibt es Effekte. Nur die Effekte sind so minimal, dass sie teilweise gar nicht, noch nicht mal im Labor vernünftig messbar sind. Und deshalb gibt es da darüber auch praktisch keine Studien. Ich will nur mal ein paar Dinge erwähnen. Also Zink beispielsweise ist natürlich ein ubiquitärer Player, der in allen Stoffwechselprozessen eine Rolle spielt und natürlich auch im Aufbau des Hormons Testosteron. Und natürlich kann man jetzt sozusagen hergehen und sagen, Zink steigert den Testosteronspiegel. Das ist nicht schlecht, ausreichende Zinkspiegel zu haben. Nur die meisten Männer haben völlig normale Zinkspiegel. Und wenn ich da zusätzlich Zink gebe, entsteht trotzdem nicht mehr Testosteron. Dann gibt es das Thema jetzt, um bei den, ich sag mal, Nahrungsergänzungs- oder bei der Ernährung zu bleiben, wird immer wieder gerne erwähnt, die Grapefruit. Die Grapefruit hat ja geradezu wirklich unglaubliche Heilswirkungen, auch in Bezug auf Übergewicht angeblich. Ich glaube, es kommt daher, dass die Grapefruit etwas macht, was in einigen Studien als bedenklich gesehen worden ist. Nämlich die Grapefruit hat einen starken Effekt auf ein Enzym aus der Pharmakogenetik, die quasi ein Enzym, das andere Stoffe, andere Medikamente abbaut, hemmt. Also sprich, das sind so Enzyme wie CYP2D6, die haben komplizierte Namen, CYP3A etc. Und diese Enzyme werden von der Grapefruit ein Stück weit gehemmt. Und dann hat man in Studien eben gefunden, dass, weil wenn man Grapefruit-Saft trinkt, dass bestimmte Medikamente im Blut viel länger nachweisbar sind, dass sie viel schlechter oder viel langsamer abgebaut werden. So, und diese Effekte hat die Grapefruit natürlich auch beim Testosteron. Da gibt es bestimmte Enzyme, die Testosteron abbauen. Und wenn die gehemmt werden, dann wird Testosteron eben weniger schnell abgebaut. Aber messbar, labortechnisch, sind diese Effekte aus meiner Erfahrung, und ich habe viele, viele Männer diesbezüglich auch untersucht, meines Erachtens leider nicht. Andere Dinge wie Sport, und jetzt sind wir bei etwas Interessanterem, und da insbesondere natürlich Kraftsport mehr als Cardiotraining, hat tatsächlich Effekt auf die Testosteronspiegel. Und dann natürlich dieses wunderbare Thema Sex. Sex ist ja gut für unglaublich viel, aber eben auch für Testosteron. Und das stimmt tatsächlich, dass Männer, die mehr Sex haben, auch tatsächlich höhere Testosteronspiegel haben. Aber auch da ist es nicht so, dass man jetzt einmal Sex hat und dann kann man den höheren Testosteronspiegel messen. Die Zusammenhänge sind einfach komplizierter und man muss wahrscheinlich auch das mit einer wesentlich größeren Regelmäßigkeit betrachten. Also ich kann auch nicht mit einmal Sport nur den Testosteronspiegel steigern. Also intensives Krafttraining kann den Testosteronspiegel steigern. Und ich habe gelesen, Marathonläufer zum Beispiel, Ausdauersport, exzessiv, die haben häufig einen sehr geringen Testosteronspiegel. Das ist richtig, das ist genauso wie bei den Frauen. Marathonläuferinnen haben praktisch keine Östrogene mehr, weil der Körper ist natürlich clever und sagt, okay, dieser Mensch bringt sich so ans Limit, dieser Organismus, der bringt sich so
absolut ins Abseits, dass der keine Energie mehr hat für die Fortpflanzung. Und deshalb werden sozusagen die Sexualhormone vom Körper einfach runterreguliert. Das heißt, sie werden einfach mal eben abgeschaltet, so wie man ein Kernkraftwerk abschaltet und sagt, okay, das geht jetzt nicht. Und beim Testosteron, also bei den Männern, ist es ganz genau dasselbe. Auch die gehen in einen massiven Testosteronmangel mit entsprechenden Effekten auch auf die Fortpflanzung. Also die Frauen, die so etwas haben, die haben dann keine Periode mehr, die können praktisch nicht mehr schwanger werden. Und bei den Männern hat man natürlich auch Effekte auf die Fortpflanzung, also auf die Spermatogenese und letztendlich auf die Qualität des Spermiogramms. Also ich fasse jetzt mal zusammen, Hormonersatztherapie beim Mann, kein festgesetztes Alter in etwa, wann man die beginnen sollte. Die Vorteile sind vor allem psychisch, das heißt Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein, sich gut fühlen, sich stark fühlen und körperlich besonders, was die Vorbeugung von Sarkopenie betrifft, also den nachlassenden Muskelaufbau, das kann durch Testosteron ausgeglichen werden. Jetzt hätte ich gerne gewusst, was passiert denn, wenn man viel zu viel Testosteron oder eben andere anabole Steroide nimmt, sich spritzt. Ich meine jetzt die Bodybuilder-Szene. Wir müssen da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber vielleicht können Sie mir kurz sagen, was an negativen Begleiterscheinungen und Folgen jemand zu fürchten hat, der sich über lange Zeit solche Anabolika spritzt. Also Anabolika sind natürlich eine ganz andere Liga als Testosteron, das muss man unterscheiden. Testosteron ist, wenn man sich dopen möchte, dann ist Testosteron sozusagen natürliches Doping, also physiologisches Doping und immer zu bevorzugen. Anabolika sind synthetische Steroide, das sind teilweise wirklich ganz extreme Substanzen mit wahnsinnigen Effekten auf die Gesundheit. Also sprich, die fast alle zu Leberschäden beispielsweise führen, zu Nierenschäden. Wir haben dann auch durch diese Überdosierung auch Schäden zum Beispiel auf das Herz, Kreislaufsystem, insbesondere aufs Herz. Das heißt, es sind gesundheitsschädigende Substanzen. Und Anabolika, das weiß fast niemand, aber historisch ist es so, sind ursprünglich ja gar nicht fürs Doping gemacht worden, also für diese Sportler, sondern sie sind ursprünglich mal gemacht worden für extrem ausgezehrte Menschen, und zwar für Menschen, die aus dem Krieg kamen, also für Leute, die quasi überhaupt keinen einzigen Muskel mehr am Körper hatten. Und da fing man dann an, solche Steroide zu geben, weil sie halt effizient waren und weil sie einen sehr schnellen Muskelaufbau gemacht haben. Anabolika führen dann natürlich auch zu einem kompletten, sie zerstören quasi ihr natürliches Hormonsystem. Also wenn sie Anabolika nehmen, können sie davon ausgehen, dass ihr komplettes Hormonsystem da niederliegt. Das heißt, da passiert nichts mehr. Das wird alles komplett runterreguliert. Die eigene Hormonproduktion kommt zum Erliegen. Testosteron wird praktisch überhaupt nicht mehr stimuliert. Die Hirnanhangdrüse, die das alles steuert, ist auch komplett down. Das heißt, ich fahre meine gesunden, natürlichen Systeme runter und ich habe das Risiko, dass ich Organsysteme, wichtige Organsysteme, massiv schädige. Von den ganzen fragwürdigen Effekten mit massiver Steigerung von Östrogenspiegeln, beispielsweise mit Männerbrust und Wassereinlagerung bei diesen Bodybuildern, die das dann wiederum mit bestimmten Medikamenten wiederum gegenbehandeln etc., ganz zu schweigen. Also das sind einfach, das ist eine ganz, ganz andere Liga, und das sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man solche Stoffe angreifen möchte. Einmal Testosteron. Manche nehmen ja noch sehr, sehr hohe Dosen Testosteron. Ja. Und die sind durchaus mit dem Risiko der Thrombose wegen der erhöhten Bildung von roten Blutkörperchen verbunden. Richtig. Testosteron in normalen physiologischen Dosen gegeben, also als Hormon, als Testosteronersatztherapie, führt zu keiner Erhöhung des Thromboserisikos, auch zu keiner Erhöhung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in irgendeiner Form. Das wissen wir, das ist sicher. Wenn wir überdosieren, massiv überdosieren, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann haben wir tatsächlich eine massive Polyglobulie, das heißt, die roten Blutkörperchen steigen massiv an, der Hämatokrit steigt im Blut, das heißt, das Blut wird immer dicker und damit steigt tatsächlich das Risiko für Thrombosen und auch, wenn entsprechende Vorschädigungen bestehen, unter Umständen auch für bestimmte Ereignisse am Herzen, also sprich für
Ereignisse an den Koronarien beispielsweise. Das sind massive Nebenwirkungen, derer man sich klar sein muss. So, Hormonersatztherapie in Form von Testosteron für den Mann ist eine tricky Sache insofern, als man sehr genau gucken muss, wie viel braucht ein Mann in welchem Alter. Aber es macht mit einiger Wahrscheinlichkeit ziemlich viel Sinn. Man braucht halt wirklich einen sehr guten Hormonspezialisten. Letzte Frage. Wie sieht's denn aus mit Frauen? Testosteronmangel bei der Frau. Sollten wir nicht nur Östrogene ersetzen, sondern auch Testosteron? Ich beantworte es mit teils, teils. Wir haben einfach Frauen, die haben tatsächlich keinen Testosteronmangel, auch in der, nach der Menopause nicht. Aber wir sehen auch Frauen, die haben Testosteronmangel. Es ist ganz interessant, der ausgeprägteste Testosteronmangel bei Frauen entsteht übrigens bei jungen Frauen, die durch bestimmte Krankheiten, denen die Eierstöcke entfernt wurden oder die durch Krebserkrankungen, zum Beispiel durch Strahlentherapie etc., deren Eierstöcke geschädigt wurden. Und wir haben die Medizin und die Gynäkologie beispielsweise hat vor allem daran gelernt in den letzten 20, 30 Jahren, dass diese Frauen, die quasi komplett die Eierstöcke entfernt bekommen haben, dass die massive psychische Symptome entwickeln, die alleine durch die Östrogengabe überhaupt nicht behandelbar sind. Und das war eine neue Erkenntnis, das wusste man bis dato überhaupt nicht. Und dann ist man auf die Idee gekommen, da muss noch irgendwas anderes sein. Warum reagieren die nicht so auf die Hormonersatztherapie? Und dann hat man eben festgestellt, das liegt tatsächlich am Testosteron. Und wenn man diesen Frauen dann Testosteron zuführt, dann verschwinden diese Symptome. Und die hatten natürlich auch solche Symptome wie Muskelschwund. Die hatten eben ausgeprägte psychische Probleme im Sinne von Depressionen, von einfach niedergestimmt sein, nicht mehr auf die Beine kommen. Einfach diese, was ich auch für den Mann beschrieben habe, diese Symptome, die findet man in besonderer Weise bei solchen Frauen. Und in der Menopause ist es so, dass manche Frauen Testosteron durch bestimmte Hormone aus der Nebennierenrinde kompensieren. Das heißt, die Nebennierenrinde produziert ja andere Hormone, aus denen wiederum kleine Mengen Testosteron entstehen. Und manche Frauen haben da den besseren Pool sozusagen, die gleichen das aus. Aber andere wiederum haben sehr, sehr niedrige Testosteronspiegel und die profitieren in der Tat von einer TRT, also von der Testosteron Replacement Therapy. Allerdings, und das ist das Problem, ich kann das hier vertreten, aber wir haben darüber einfach noch nicht ausreichend Daten. Das muss man ganz klar sagen. Es ist sinnvoll, es ist logisch und es ist klinisch eindeutig belegbar. Ich könnte Ihnen hunderte solche Frauen zeigen. Und es gab auch in der Vergangenheit sogar ein Präparat, ein spezielles Präparat für Frauen, für die Testosteronersatztherapie. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil einfach die meisten Gynäkologen da nicht richtig angebissen haben und das eben nicht verordnet haben. Und dann hat die Firma das letztendlich wieder eingestellt. Ordnen Sie? Die HEA ist ja auch eine Vorstufe für Testosteron, wenn ich recht informiert bin. Verordnen Sie aus dem Grund auch DHEA an Frauen mit Hormonersatztherapie der klassischen Form, also Östrogen? Ja, das ist ein sehr eleganter Weg, um sozusagen den Testosteronmangel mit auszugleichen. Also wenn ich einen DHEA-Mangel habe und ich dosiere das entsprechend, dann kann ich den Testosteronmangel mit ausgleichen. Übrigens auch bei Männern. Also wenn der Testosteronmangel nicht sehr ausgeprägt ist, dann kann ich oft übers DHEA diesen Mangel ausgleichen. Also ich fasse zusammen, Herr Dr. Puchter. Es ist wirklich ein komplexes Gebiet, die Endokrinologie, aber sie ist absolut handhabbar. Man muss halt nur sehr, sehr genau hinschauen, sehr genau messen und den individuellen Typ mit berücksichtigen. Dann macht eine Hormonersatztherapie sowohl östrogenmäßig als auch testosteronmäßig sehr viel Sinn. Das nehmen wir, denke ich, mit. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback
und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.